Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Pokémon Go Video. Ja, vor kurzem ging der Dratini-Siede zu Ende unter uns. Ich hatte nicht allzu viel Glück. Aber seit dieser Siede zu Ende ist, schimmern gewisse Pokestops in Gold auf. Ja. Und wenn ihr diesen ansprecht, dann werdet ihr eine kleine Cutscene zu sehen bekommen. Und zwar vom Professor Willow. Der scheint irgendwie mit einem Typ namens Jim zu kommunizieren und es geht darum, dass wir eine alte Münze gefunden haben. Was es mit diesen alten Münzen auf sich hat, das erfahren wir noch nicht, denn Professor Willow schlägt vor, dass er und wir uns auf die Suche machen nach weiteren Münzen. Ja, und diese Münze befindet sich dann in unserem Inventar. Was wir damit machen, ist uns noch ein Rätsel. Aber nachdem wir die erste Münze aufgesammelt haben, haben wir einen kleinen Begleiter. Der hat scheinbar Bock auf weitere Münzen, aber mehr wissen wir nicht davon. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um ein neues Pokémon handelt aus den neuen Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur. Aber viele weitere Details haben wir noch nicht. Ich finde das ziemlich interessant. Ich habe auch noch weitere Pokestops in Gold gedreht, ja. Aber bisher kam ich noch zu keiner anderen Münze. Bei der Münze steht einfach nur eine geheimnisvolle Münze. Sie scheint aus der Paldea-Region zu stammen. Mehr steht da nicht, aber ich bin sehr gespannt, was wir hier weiter erfahren werden und wie es weitergeht in Pokémon Go. Leute, das war ein kleines Update. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!